Pokalgewinner für Dynamo Dresden. Der Kapitän geht voran, Hans-Jürgen Dörner, 26 Jahre alt. Seine Mitspieler folgen. Zum dritten Male gewinnen die Dresdner den Pokal. Nach 1952, 1971 und nunmehr 1977. Mit Dynamo Dresden empfängt jene Mannschaft den Pokal, die sich auch in der Meisterschaft den Blick für das schöpferische Spiel stets frei hielt und in unserer Meisterschaft doch ziemlich eindeutig dominierte.